Hallo, ich bin der Lothar, ich bin 60 Jahre alt. Mein Coming-out war relativ spät, mit 37. Und ich habe eigentlich seitdem keine negativen Erfahrungen gemacht, bis auf eine einzige. Und davon will ich heute gern berichten. Ich habe mich mit meinem Freund zu einem gemeinsamen Theaterbesuch vor dem Prinzregententheater hier in München getroffen. Wir waren früh dran für die Vorstellung und sind vorher noch in dem nahegelegenen Park spazieren gegangen. Wir waren in Erwartung eines tollen Abends. Und wir haben uns einen, muss man sagen, flüchtigen Kuss gegeben. Auf Bayerisch würde man sagen, Bussal. Plötzlich hat sich die Situation völlig gedreht. Es ist auf uns jemand zugekommen und hat gesagt, sagen wir, was tut ihr da? Wisst ihr überhaupt, dass hier Kinder sind? Ich war dann völlig konsterniert und sagte, ja. Und er sagte, ja, aber wenn ihr euch hier küsst, dann sage ich, ja, und? Ja, das ist doch ein Problem für die Kinder. Wir beide haben ihn dann einfach völlig überrascht angeschaut und gesagt, nein, ich glaube, der Einzige, der ein Problem hat, bist du. Dass so aus heiterem Himmel in so einem schönen Nachmittag sowas passieren kann, war sehr überraschend.